Gen Z ist faul und mit ihrer Vorstellung von Work-Life-Balance eine ganz andere Ansicht vom Arbeitsleben als zum Beispiel die Boomer-Generation. Menschen sagen es mir immer wieder, wie toll sie es doch finden, dass so einer wie ich mich mit Permakultur beschäftige und auch ein eigenes Permakulturprojekt mache. Nachfolgend kommt dann die Aussage, dass doch viel mehr junge Menschen sowas wie ich machen sollten. Aber warum ist es denn überhaupt so, dass wenig junge Leute, Generation Z, jetzt sowas machen wie ich mit einem Permakulturprojekt? Dafür gibt es auch gute Gründe, warum das Interesse recht gering ist. Erstens die finanziellen Aspekte. In den Anfängen wirst du eine sehr geringere Einkommenssicherheit haben und das kann sich bis zum fortgeschrittenen oder Profistadium fortziehen. Das liegt unter anderem daran, dass dir da tun's auch mal spontan andere Karten gibt und es dann mal zu längeren Dürreperioden kommt, wo wir vielleicht jetzt kein Regenwasser haben oder wie jetzt letztens Starkregen und deshalb unsere Äcker unter Wasser stehen und unsere Beete oder gleich auch der ganze Garten. Durch diese Starkregensituation auch Pilzkrankheiten sich schnell vermehren können, beispielsweise bei den Gurken und Tomaten, dass die vorzeitig Mähte oder auch Braunfäule bekommen und die auch unsere Ernte gefährden können. Spätfröste, die zum Beispiel bei den Obstbäumen dann einwirken und deshalb die Obsternte ausfällt. Schneckenplagen, die, wenn man nicht richtig aufpasst, schon in einer Nacht erheblich große Schäden verursachen können oder auch enorme Hagelschäden. Vor allem, wenn der Hagel mal sowas wie ein Gewächshaus zerdeppert. Nicht versichert, wenn überhaupt die Versicherung das übernimmt und schon wieder eine größere Investition tätigen. Du gehst im Allgemeinen in die Vorleistung, schon bei der Pflege der Pflanze. Du brauchst gut für eine Tomate 4 bis 5 Monate, bis du dann die erste Ernte bekommst. Und da muss halt auch alles reibungslos ablaufen. Die ersten 3 Monate können wunderbar funktionieren. Und dann im vierten kommt dann der Spätfrost, die Pilze, Braunfäule und deine ganzen Tomaten sind hinüber und du hast nicht eine Frucht ernten können. Dann musst du ja auch viele Geräte anschaffen, zum Beispiel eine Broadfork, einen größeren Anbau, dann vielleicht auch eine Fräse, spezielle Erntehelfer, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die Dinge heißen, vom Market Gardening, Astscheren, Gartenscheren, vielleicht Schneckenkragen, Tomatenhaken, Tomatenclips, Anbauflächen kaufen oder auch pachten, Gewächshäuser und da am besten auch eins, was dir nicht beim ersten Sturm gleich 3 Kilometer irgendwie in die Nachbarschaft rumfliegt. Und auch eine sehr große Vorleistung ist auch der Bodenaufbau, der sich dann über mehrere Jahre ziehen kann. Also gut 5, 6 Jahre, bis du mal einen guten, stabilen Boden hast, dann, wo sich dann die Probleme mal reduzieren von Krankheiten, von Schädlingen, dass deine Pflanzen auch gut wachsen und du auch hier eine bessere Ernte bekommst. Also du siehst, du hast am Anfang eine sehr hohe Investitionslast und die Einnahmen bekommst du dann sukzessive steigend über die ganzen Jahre hinweg, weil ja auch deine Ernte dann langsam steigert, der Boden besser wird und du auch immer mehr im Spiel drin bist. Das heißt, dir fallen die ganzen Sachen einfach und kannst auch noch viele Sachen optimieren. Du hast in den Anfängen hohe Ausgaben im Vergleich dazu geringere Einnahmen und eine sehr hohe Arbeitslast. Und da neigt es halt dann den meisten dazu, dass sie dann eher wahrscheinlich dann den Discounter bevorzugen, weil da das Obst und Gemüse halt spottbillig ist. Und bevor man sich halt dann die Sachen antut, geht man halt einen ganz normalen 8-Stunden-Job nach, verdient dann ordentliches Geld und kann sich dann auch, wenn man das Geld hat, auch sein Bio-Obst und Gemüse kaufen und sich so eindecken ohne den ganzen Stress dahinter und das unternehmerische Risiko. Punkt Nummer 2, die Arbeitslast. Ja, zum Thema die Vorstellung von Gen Z und Work-Life-Balance wird jetzt in dem Bereich der Permakultur, Obst- und Gemüseanbau oder Market Gardening ein bisschen schwer, weil es dann doch etwas von der Saison abhängig ist. Im Sommer wirst du deine Work-Life-Balance vielleicht nicht so hinbekommen, wie du sie haben möchtest, weil du da sehr viel zu tun hast. Du musst ernten, musst dich um deine Kunden kümmern, musst das Zeug auch verkaufen, vielleicht einkochen, einlagern, Neuaussaaten tätigen, dann auch schon im Sommer für den Winter denken, aussehen, pickieren, die ganzen Kohlsachen und gucken, dass du auch eine gestaffelte Ernte hast. Also im Sommer hast du dann noch einiges zu tun, im Winter dann ein bisschen weniger. Kommt aber auch da wieder drauf an, wie groß deine Fläche ist und wie nah du sie an Permakultur machen möchtest. Wenn du halt dann Obstbäume zurückschneidest, die häckselst, deine Flächen mulchst, Kompost ansetzen, auch schon im Januar zum Teil wieder mit der Aussaat beginnen, wenn du die Sachen verkaufst, eventuell noch Beratungen oder Kurse noch gibst. Das heißt, dass du dann auch einen sehr getakteten Plan im Herbst und im Winter haben kannst. Vor allem wenn Tiere noch inkludiert werden, dann hast du noch mehr Arbeit und dann kannst du auch deine Work-Life-Balance in dem Sinne auch schon fast
Ciao sagen, weil du musst dich jeden Tag halt einfach um die kümmern oder einfach jemanden organisieren, der sich dann um die Tiere kümmert, füttern, vielleicht morgen rauslassen, dann wieder reinbringen, wenn du zum Beispiel Hühner hast, damit sie von Fuchs oder vom Marder nicht aufgerissen werden. Und das Ganze ist natürlich auch abhängig vom Wetter. Das heißt, du kannst halt draußen mehr machen, wenn es halt schön sonnig und warm ist. Dann macht es auch mehr Spaß, wenn es halt stark regnet. Dann kannst du vielleicht etwas weniger machen. Du musst halt zu Hause abwarten und machst halt dann da irgendwelche andere Sachen, zum Beispiel bürokratische Sachen, wo wir dann später noch dazu kommen. Oder du bist halt auch dazu gezwungen, wenn es dann wirklich ganz krass ist, halt zum Beispiel Starkregen und dir droht eine Überflutung oder so, dass du dann trotzdem handlungstätig sein musst und dann irgendwelche deine Pflanzen nochmal schnell retten musst oder mal Spätfröste kommen, dass du vielleicht deine Pflanzen mit Vlies überdeckst, dass du halt einfach, je nachdem wie das Wetter ist, guckst, dass halt alles abgesichert ist und dann trotzdem halt in einem ekligen Wetter draußen aktiv werden musst. Zum Beispiel die Schnecken absammeln in diesem Frühsommer. Und nicht zu vergessen, dass die Arbeit auch körperlich anspruchsvoll sein kann, von krafttechnischen und auch von der Ausdauer, so eine Dauerbelastung an Stand zu halten. Das heißt, man muss dann auch gucken, dass man körperlich ein bisschen fit ist, vielleicht auch neben dem Garten auch andere Muskelgruppen mit auslastet, dass man hier einen gesunden Körper hat, der auch kräftig ist, also auch Krafttraining dann noch macht. Und das alles kombiniert mit der körperlichen Arbeit und auch zum Teil der Willkür der Natur. In der ständigen Einsatzbereitschaft, wenn es mal nötig ist, kann auch für den einen oder anderen mental ziemlich beanspruchend sein. Da ist man vielleicht auch dazu geneigt, in unserer heutigen Zeit etwas anderes zu machen, wo die Arbeitslast vielleicht nicht so hoch ist, wo du nicht die ganze Zeit auf Bereitschaft bist, auch deine geregelten Arbeits- und Ruhephasen hast, vielleicht noch Urlaub, dann gutes Geld verdienst oder, wie sich halt es viele wünschen, einfach Influencer zu werden und dann halt eine mögliche Goldgrube daraus zu machen. Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles ergaunert hat, war Gold Olaf, der König der Allmanns. Als er gewählt wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meine Spendengelder? Die könnt ihr haben. Sucht sie doch. Irgendwo habe ich das größte Spendenkonto der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das Cum-Ex und er liegt auf irgendeinem Schweizer Bankkonto. Damit brach das große Korruptionszeitalter. Punkt Nummer 3, die mentale Einstellung. Und bevor wir bei der mentalen Einstellung auf die junge Generation eindreschen, sollten wir uns erstmal fragen, warum denn die junge Generation überhaupt diese schnelle Einstellung haben, die vom Umfeld, vom Elternhaus, von der Schule mit geprägt wird. Und am besten noch alles sofort gelöst, also wie bei Amazon: Ich habe ein Problem, brauche ein Produkt, ich bestelle es mir und in ein, zwei Tagen kommt es dann auch. Diese Einstellung spiegelt sich in der Natur nicht wider. Da gibt es mal Hochs und Tiefs. Jahre, die laufen besser, Jahre, die laufen halt schlechter. Und das heißt, du hast einen leichten, stetigen Wachstum. Vor allem, wenn sich die Natur Zeit nimmt. Beispiel bei den Pflanzen: Du sämst aus, kommt sie langsam raus, die Pflanze wächst, 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 wächst. Und da kannst du jetzt nicht sagen, die wächst oder noch schneller wachsen und dann fängst du an der Pflanze zu ziehen, davon wird sie auch nicht größer. Oder auch bei dem jungen Baum, da musst du auch sehr viel investieren, bis der mal seine Hauptgröße erreicht hat, wo er dann den maximalen Ertrag rausgibt. Davor musst du ihn halt auch gut pflegen, sich dich um ihn kümmern, ihn auch ordentlich schneiden, dass der dann seinen maximalen Ertrag rausbekommt. Das heißt, du brauchst hier eine ordentliche Schippe Geduld und Disziplin und auch Rückschläge solltest du gut verkraften können, weil es halt immer wieder kommen kann, dass die Natur dir Steine in den Weg legt oder dass es halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, ein Sturm kommt, macht irgendwas kaputt, Unwetterereignisse. Das heißt, musst du auch alles verkraften können und das wird ja in unserer heutigen Gesellschaft eher weniger vermittelt. Bringt ja auch kaum einen Obst- und Gemüseanbau zum Beispiel von einem Bauerngarten bei oder wie man einen Boden gut aufbauen kann und wie lange das braucht oder wenn man Bäume pflanzt, wie lange die brauchen, damit sie schön groß und kräftig werden, welche Arbeit alles dahinter steckt. Interessante Anekdote mit meinem Bruder, der halt im Kindergarten arbeitet und den Kindern ein bisschen so die Voranzucht näher bringen wollte und auch wie Pflanzen so im Allgemeinen wachsen. Er hat halt dann die Erbsen genommen, in so Wattepads reingelegt, damit die erstmal vorkeimen und hatte die dann vorgekeimt da und wollte die dann in einen Topf rein, dass halt dann die schöne Erbsenpflanze daraus wächst. Hat mich dann gefragt, wie lange das Ganze dauert. Er meinte irgendwie so 2, 3, 4 Wochen, dann könnte man schon die ersten Erbsen ernten. Habe ich ihm gesagt, das wird dann schon gut bei den optimalen Bedingungen 2 bis 3 Monate dauern, bis du vielleicht mal einen richtigen Erntenerfolg hast. Und dann hat er gesagt, das dauert ihm alles viel zu lange. Und die Erbse ist dann auch letztlich eingegangen, weil er halt dann wollte, dass mein Vater sich um die Pflanze kümmert. Und mein Vater hat die Pflanze dann auch vergessen. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Ich verstehe das nicht. Diese Mentalität des ungeduldig sein, die haben wir jetzt nicht erst bei
Gen Z vorzufinden, sondern auch die Generationen davor. Es ist halt nach und nach mit dem Wohlstand gekommen. Und das Reindrücken des neoliberalistischen Turbokapitalismus, diese Mentalität. Eher positiv finde ich, dass manche Gen Zer dieses System auch erkannt haben und sich auch langsam dagegen stellen. Wollen das nicht mehr unterstützen, das Ganze. Punkt Nummer 4. Zwischenmenschliche Gründe. Wir Menschen sind soziale Wesen und suchen auch soziale Kontakte oder eine Organisation in Gemeinschaften mit Gleichgesinnten. Und jetzt in dem landwirtschaftlichen Agrarsektor, Permakultur, Selbstversorgung oder auch Market Gardening kann es auch zu manch Reibungen kommen, wie ich auch zum Teil von Permakulturkollegen mal gehört habe, mit ihren Eltern, vor allem mit dem Vater. Dass er dann doch mal Reibereien zwischen Alt und Jung geben kann, weil die Alten halt mehr auf ihre alten Techniken festhalten, das nicht loslassen möchten und die Jungen halt einen frischen Wind da reinbringen möchten und die halt dann von den Alten als Beispiel dann zurückgehalten werden. Das hatte ich auch schon teilweise. Das sind dann ewig lange energieaufreibende Diskussionen, bis man dann an den Älteren beweist, dass es dann doch funktioniert und die dann sehen, dass dann diese ganzen Sache Früchte tragen. Es gibt auch Ausnahmen unter den Älteren, die dann sehr offen für neue Methoden und Aspekte, zum Beispiel aus der Permakultur sind. Da kann es auch hin und wieder mal zur Anfeindung von konventionellen Landwirten gehen, gegenüber das ganze Spektrum von Biolandwirten. Da hast du Ahnung von? Da habe ich Ahnung von. Ehrlich, komm, erzähl ich mal. Ich aus der Landwirtschaft, ehrlich? Du Arsch. Erzähl mal. Ihr wollt immer nur größer, größer, mehr, mehr. Ihr macht die Kleinen kaputt. Wie ich auch vorhin erwähnt habe, mit den finanziellen Aspekten, die sind ja nicht ganz so rosig und das ist auch hier in der Gesellschaft bekannt und da kannst du noch dadurch durch fehlende Unterstützung in dem Umfeld, weil natürlich die Leute eine gewisse Angst haben, ob man das jetzt schafft, ob man sich nicht sein Leben ruiniert, zu viel arbeitet und dann wenig Geld verdient. Und das wünscht man halt einem Familienmitglied oder einem Freund nicht unbedingt. Kann aber auch dann so ausarten, dass man auch dementsprechend Anfeindungen bekommt oder chemische Abwertungen und Beleidigungen. Es kann auch durchaus passieren, dass du als dummer Bauer bezeichnet wirst. Zum Beispiel schon in der 7. Klasse, wo ich noch auf die Hauptschule gegangen bin. Da haben wir uns auch schon über Landwirte und deren Familie lustig gemacht, dass sie halt dumm seien, dass es halt einmal stinkt, zu viel Arbeit und dabei kommt ja sowieso nichts rum. Und diese immer grimmig und schlecht gelaunt sind. Bei einer solchen indoktrinierten Vorstellung ist halt die Hemmschwelle dann sehr groß, sich in dem Bereich zu beschäftigen. Ich habe auch mal eine Doku im Öhr gesehen von einer jungen Landwirtin, die ja das dann nebenberuflich gemacht hat. Und das war dann ganz krass, wie sie das auch erzählt hat, dass sie halt in der Früh sich erstmal um die Gänsen und alles kümmert, die füttert, die pflegt, dann als Bürokauffrau in die Arbeit geht, 8 Stunden da absitzt, dann zurückkommt und am restlichen Abend sich dann weiter um ihre Tiere und auch um den Hof kümmert und sie dann selbst gesagt hat, es gibt da manchmal Zeiten, da hat sie wirklich gar keinen Bock, da würde sie gerne alles hinschmeißen, hatte sie 12, 13, 14 Stunden Tage und sie hat dann auch erzählt, dass sie es schwer hat, vor allem als Frau, einen Partner zu finden, der mit ihr diesen Hof und dieses Leben führen möchte. Und sie erwähnte, dass der Papierkram auch eine große Belastung für sie ist. Punkt Nummer 5, politische und regulatorische Hürden. Verschiedene Auflagen und Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Beispielsweise Umweltauflagen, wenn du Tiere hast, die ganzen Tierauflagen, wie der Stall organisiert sein muss, wie die Tiere dort leben, was du ihnen zu futtern geben darfst, alles drumherum. Lebensmittelsicherheitsvorschriften, wenn du die Sachen zum Beispiel auch verarbeitest oder wenn du Leute auch einstellst, ganz normales Arbeitsschutzrecht. Willst du Fördergelder, willst du Subventionen oder gar das Biosiegel? Viel Spaß mit dem Papierkram. Und es wird wegen den Klimaveränderungen und auch der Zerstörung der Natur weitere Vorschriften und Auflagen geben, die dann nochmal zusätzlichen bürokratischen Aufwand verursachen können. Habe ich aus deiner Sicht noch etwas vergessen? Kannst du mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder denkst du, die Gen Z, die sind alles Weichspüler? Gesst die Löwen! Wir machen Wagenrennen! Was denn schon wieder? Ja, was beim Wagenrennen ein Feinstaub aufgewirbelt und ungefiltert in die Luft geblasen wird, der ist natürlich nicht so klasse. Also ich mit meinem Asthma wäre da ganz raus. So.